Leute, ich bin Maria Athena und bin Amerikanerin griechischer Herkunft. Ich habe vor kurzem ein Video hochgeladen, das heißt, warum Maria Athena kein Griechisch spricht. Und ich habe euch gesagt, dass ich dieses Jahr versuche, mein Griechisch zu verbessern, beziehungsweise Griechisch wieder vom Anfang an zu lernen. Und ich habe in den letzten paar Wochen einige Nachrichten von euch bekommen, besonders von den deutschen Zuschauern, dessen Eltern oder Großeltern Immigranten sind, die aber nur Deutsch während der Kindheit gelernt haben und es jetzt schwer finden, die Herkunftssprache zu lernen. Ihr habt mich nach meinen Methoden gefragt, wie ich gerade meine Herkunftssprache Griechisch lerne. Und so, ich sage euch kurz, was ich eigentlich mache, Griechisch zu lernen. Griechisch lernen ist für mich besonders schwierig. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich die Sprache nur mittelmäßig während meiner Kindheit gelernt habe. Ich kann die Alltagssprache verstehen, ich kann das Alphabet und kann ein bisschen lesen, aber schreiben kann ich gar nicht und ich habe richtig viel Probleme beim Sprechen. Deswegen lerne ich Griechisch auf zwei verschiedene Weise. Zuerst lerne ich Griechisch, als ich es gelernt hatte, wäre ich eine Muttersprachlerin. Das heißt, ich habe die griechischen Schulbücher von der ersten bis zur vierten Klasse und ich gehe einfach da durch. Wir fangen erst mit Schreiben an und machen auch Textanalysen und Antwortenfragen, die zum einigen Texten passen. Hier ist zum Beispiel das erste, was ich habe. Wir machen Kindersachen. Ist aber schwerer, als es aussieht. Ich schwöre. Und dann, wie schon gesagt, wir kommen in der vierten Klasse zu den sehr, sehr schwierigen Texten. Ich lerne aber auch wie eine Ausländerin und deswegen habe ich einen Self-Touch-Sprachkurs, was ich euch gleich zeige. Und dies nutze ich einfach, die griechische Grammatik besser zu lernen. Und ich habe auch ein praktisches Reisebuch für Griechisch, um mein Basiswissen zu verstärken. Ich schaue sehr oft Kinderfilme auf Griechisch. Ich versuche Bücher auf Griechisch auf verschiedenen Niveaus zu lesen. Und ich höre auf griechische Musik. Zu Hause habe ich andere Bücher zum Griechisch lernen, aber die könnte ich nicht nach Deutschland mitbringen. Und so, dies sind die Hilfsmittel, die ich gerade im Moment nutze. Ich hoffe, das hat euch einige Ideen gegeben, wie man die Herkunftssprache lernen kann. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Sprachenlernen. Ich bin Maria Athena, danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächsten Mittwoch. Außerdem, wenn ihr Französisch könnt, dann sehen wir uns am Freitag. Tschüss!